Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was eine parametrische oder eine nicht parametrische Verteilung bei der Stochastik oder bei der Statistik ist. Wir starten direkt durch. Ihr kennt alle die Normalverteilung. Da hat man hier so ein, weiß nicht, das nennt man meistens μ. Das ist der Erwartungswert. Und dann hat man meistens noch hier seine Varianz. Und dann kann man sagen, hier mit diesen zwei Werten kann man sagen, ah, okay, guck mal hier, das wird so eine Kurve. Wir wissen also, wir haben μ, wir haben den hier und wir wissen, es ist eine, ich mache mal hier die Abkürzung, es ist eine Normalverteilung. Das sind drei wichtige Faktoren, wenn wir die alle kennen, Faktoren. Wenn wir die alle kennen, dann wissen wir, wie die Verteilung aussieht. Wir brauchen gar nicht alles einzeln zu machen. Es gibt aber auch noch andere Verteilungen, die sehen nicht so schön aus. Die sehen zum Beispiel so aus. Wir machen mal so und so und so und so. Kann ja auch sein. Und sagen wir mal, das soll jetzt mal hier nicht der Nullpunkt sein, sagen wir mal, das hier ist vielleicht sogar unser Erwartungswert. Und dann haben wir auch noch mal eine Varianz, die, weiß nicht, geht auch bis hier oder sowas, ist ja immer hoch 2. Jetzt haben wir diese zwei Werte, aber es ist keine Normalverteilung. Wir können also, ich kann hier kurz noch den hier dran schreiben. Wir können also, obwohl wir diese zwei Werte haben, gar nicht sagen, wie die Verteilung aussieht. Und ja, das ist der wichtige Unterschied zwischen der parametrischen und der nicht parametrischen. So, Verteilung. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass, ganz einfach gesagt, bei der nicht parametrischen Verteilung müssen wir im Grunde jeden einzelnen Wert uns angucken, um zu wissen, wie die Verteilung ist. Das heißt, wir müssen, ich sag mal ganz grob, wir müssen hier messen, wir müssen an dem Punkt messen, wir müssen an dem Punkt messen. Ungefähr stellt euch vor, das ist eine Funktion. Wir müssen also jeden Funktionswert einsetzen, um uns ein Bild darüber zu machen, wie die Kurve aussieht. Wir können nicht anhand von 1, 2, 3 kleinen Parametern entscheiden, wie die Kurve hier aussieht, sondern wir müssen an jedem Punkt hier, deswegen zeichne ich das schön weiter, an jedem Punkt müssen wir messen, gucken, wie sieht das aus. Und bei der parametrischen Verteilung haben wir gewisse Variablen, nenne ich sie mal, das sind in diesem Fall diese drei hier. Wir wissen, wir kennen den Erwartungswert, wir wissen, das ist die Varianz, wir wissen, es ist eine Normalverteilung, also wir brauchen hier an dieser Stelle gar nicht messen. Nö, brauchen wir nicht. Wir haben diese drei Werte, daraus können wir dann das hier ableiten. Das ist der Unterschied zwischen parametrischer und nicht parametrischer Verteilung. Vielen Dank fürs Schauen.